Alle haben Angst vor diesen Viren, denn die kann man nicht so leicht kontrollieren. Also sollen wir impfen, denn das ist bequem. Da muss man ja nichts mehr tun fürs Immunsystem. Alle haben Angst. Ich höre täglich, wie ein Virus mächtig ist und lahm liegt das ganze Land. Doch wenn man mal genauer hinschaut, sieht man nichts, was allen nicht vorher schon war bekannt. Bakterien, die kann man mit Desinfektion und Antibiotika wegradieren. Doch bei Viren ist das komplizierter, da muss man sich auf Vermeidung fokussieren. Vor vielen Jahren, als die Forschung in der Medizin noch in den Anfängen war, da wurden Kinder schon mal zwangsgeimpft zu ihrem Schutz, das war doch klar. Doch heute weiß man, dass viele der Stoffe in diesen Stoffen stark gesundheitsschädlich sind und chronische Erkrankungen auslösen können, und das nicht nur bei dem Kind. Doch der Virus ist ja so gefährlich, und so treibt man aus den Teufel mit dem Beelzebub. Nicht eingedenk, was diese Haltung langfristig für Konsequenzen in sich trug. Alle haben Angst vor diesen Viren, denn die können Massen massakrieren. Also sollen wir impfen, denn das ist bequem. Da muss man ja nichts mehr tun fürs Immunsystem. Alle haben Angst. Ein Virus kann sich nur ausbreiten, wenn er vom Wirt das Feld dafür bekommt. Deswegen ist es mal ganz gut, sich klar zu machen, dass so ein Virus ständig in uns wohnt. Selbst wenn er so wie beim Computer künstlich von Menschen gezüchtet ist als Waffe, dann kann er nur ausbrechen, wenn ich ihm den nötigen Nährboden dafür schaffe. Denn nicht nur beim Computern oder auf der Lunge kann ein Virus sich verbreiten. Nein, überall, wo Angst ist, ja, da feiern Viren Party und glorreiche Zeiten. Die Angst vor dem Virus ist sie nicht viel schlimmer als der Virus eigentlich. Denn wenn ich mein Immunsystem stark habe, kriegt so ein Virus bei mir keinen Stich. Er bleibt dann schlummernd ungefährlich, und es ist eine Frage der Kommunikation, wie ich mit diesem Untermieter langfristig mein Leben lebe, in friedlicher Kooperation. Alle haben Angst vor diesen Viren, denn die können Massen massakrieren. Darum sollen wir impfen, denn das ist bequem. Da muss man ja nichts mehr tun fürs Immunsystem. Alle haben Angst. Durchs Impfen kommt der Virus doch erst richtig in den Körper rein und schlummert, wartet auf den Einsatz, um dann groß und gefährlich zu sein. Ihr Menschen, wenn euch eure Gesundheit und die eurer Kinder wichtig ist, dann benutzt ihr mal euer eigenes Gehirn. Glaubt keinen Pharmapolitiker Mist. Das ganze Leben ist ein Kreislauf, und es besteht aus Lebe, Sterb und Werde. Und was die Lebenszeit erreicht hat, wird am Ende wieder zur Erde. In der Natur ist es so, im Herbst und Winter nach der Ernte, da stirbt das Leben und fällt in Schlaf, um sich neu zu kreieren und im Frühling wieder zum Licht zu streben. Für solche Phasen sind immer schon Viren erwacht und haben als Destruenten dafür gesorgt, dass wieder genug Platz ist für die neuen Produzenten. Und das
Das, was nicht mehr stark war, wurde aufgelöst und war Nahrung für das neue Leben. Das ist der Kreislauf der Natur und wir sind nun mal Teil davon. Tja, so ist es eben. Zerstörung gehört zum Leben dazu, sonst kann es nicht produktiv werden. Sonst gibt's nur leere Hüllen ohne Substanz, naja, die können dann noch nicht verderben. Eine Viruserkrankung musst du akzeptieren, nachgeben, Ruhe dir gönnen. Nur dann kannst du wirkliche Transformation und Reife durch eine Krankheit erkennen. Hab ich nur Respekt vor allen Viren, kann ich mich mit ihnen arrangieren. Zeigen sie, dass Ruhe und Rückzug ich brauche, deswegen darf ich auch dann zum Wandel abtauchen. Erneue mein Immunsystem und auch das meiner Kinder. So war es immer und das ist auch ganz normal in den Zeiten der Ruhe im Winter. Bitte keine Panik vor den Viren. Wenn ihr gesund lebt, kann euch nicht viel passieren. Lasst euch doch nicht impfen, das ist bequem, aber nicht für euch, sondern fürs System. Hab keine Angst, hab keine Angst.